Jo Leute, eine Woche ist schon wieder rum und wir öffnen meine Rewards. Wie immer. Und ja. Wir erwarten wie immer nichts. Auch das Team of the Week ist schon wieder Müll. Zumindest für mein Team. Also mir würde. Ja, eigentlich bringt mir gar keiner was, bin ich ganz ehrlich. Es gibt hier einen Müller. Ja, es gibt hier einen Pogba. Aber Müller würde mir gar nichts bringen. Steckt überhaupt nicht mit meinem Team. Einen Pogba würde ich noch nehmen, weil er Premier League und Frankreich ist. Ich würde auch noch einen Ben Yedder nehmen. Der ist sogar der Beste, wie ich finde, für mein Team. Ben Yedder, Pogba. Aber ansonsten auch ein Insigne da links. Nee. Könnte ich halt nicht linken. Also Pogba oder Ben Yedder bitte. Aber bei den Picks lange nichts mehr Gutes gehabt. Wir haben wie immer Gold erreicht. Gold 2 diesmal sogar. Ich hätte noch weiterspielen können, habt ihr ja gesehen in den Videos. Aber ich höre dann auf, immer bei Gold. Diesmal habe ich nur bis zu Gold 2 gemacht. Weil ich ja diese Player Picks wollte, die man mit 16 Siege bekommt in der Weekend League. Habe ich auch geschafft. Alles easy. Und wir haben jetzt hier 1 von 4 Foot. Ich weiß nicht, ob das erhöht wurde. Ich habe extra meine anderen Rewards mal angeguckt. Ich hatte immer 1 von 3. Und jetzt 1 von 4. Also, ich glaube, das hat sie irgendwie, haben sie erhöht oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt 4 vorgesetzt von Team of the Week und können uns einen aussuchen. Und vielleicht haben wir Glück. Ben Yedder, Pogba, Ben Yedder, Pogba, Ben Yedder, Pogba. Natürlich nicht. Der Beste ist Thielemann, deswegen nehmen wir ihn noch mit. Ben Yedder, Pogba, Ben Yedder, Pogba, Ben Yedder. Wie immer, danke EA dafür. Und dann haben wir auch noch ein paar Packs. 9 Stück sogar an der Zahl bekommen für die Rewards, Division Rivals und Weekend League. Und ja, ich würde mal sagen, was haben wir denn hier? 6 Gold, 6 Silber, alle selten. Ja, wir öffnen mal das hier erstmal. Ist egal, wir öffnen einfach. Gucken mal, was passiert. Ich klatter ja die Rewards noch runter. Noch nicht mal ne... Bestes Pack ever. Achso, deswegen hat er sofort gestoppt, weil der hier mit 69 vorne ist. Gut, dahinter war jetzt noch ein bisschen was, aber... So, und das nächste... Wie lange ich keine Inform-Karte mehr hatte, ne? Wie lange ich keine Inform-Karte mehr hatte. Oh, hier ist noch ein Schmeichel dahinter, 84er, gut. Für SPCs braucht man das immer. So, die seltenen Megapacks heben wir mal auf. Wir machen jetzt erstmal Jumbo Premium Gold Pack mal 1. Nee, nee und doppel nee. Schrott. Schrotti, Schrotti, Schrotti. Machen wir mal ein Megapack auf. Schweiz, Torwart, Bürki. Nee, Sommer. Immerhin 86er, den wir gut für SPCs benutzen können. Ja, 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 ja. Dann das nächste Jumbo Premium Pack. Nee, 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 nee. Puh, 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 puh. Nee, 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 nee. Eieieiei. Nee, 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 nee. So wird das nix. Wie immer eigentlich jede Woche das gleiche. Jetzt sehen wir nochmal ein seltenes Goldpack. Dann noch 2 seltene Megapacks. Ach du Scheiße. Den Ginter. Macht so ein Terz, weil eine Champions League-Karte ist, was aber gar nichts bringt. Oh, wir haben noch ein Goldpack dazu bekommen. Das öffnen wir direkt auch mal.
Aber auch nix, ich brauch das ja nichts mehr sagen. Ich sehe es Woche für Woche. Was da drin ist. Gruselig. Gruselig. Ich bin so müde, Alter. Gerade von der Arbeit. Gruselig, 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 boah. Und das letzte seltene Megapack. Ja, Leute, dafür haben wir wieder Weekend League und Division Rivals gespielt. Für nichts und nichts und nichts und nichts. Cool, da kriegen wir noch einen Vertrag-Pack. Ja. Geil, also dafür haben wir wieder FIFA gespielt. Ja, morgen geht wieder Weekend League los, da wird wieder gezockt. Naja. Ich brauche nichts sagen, ne? Ja, ich weiß, ich habe Ronaldo gezogen, ich weiß, ich habe Mbappé gezogen. Aber das war's auch. Zwei gute Spieler in über, wie lange ist das Spiel raus? September, Oktober, November, Dezember, Januar. 5 Monate und ich habe nicht nur Geld reingesteckt und Rewards, also wie viele Packs habe ich geöffnet? 1 Million und davon 3, 4, vielleicht 5 gute Spieler gehabt. Naja.